Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation. Ja Freunde, ich habe hier noch ein bisschen rumgeschaut und es könnte so einfach sein, wenn ich hier einmal richtig hingeguckt hätte. Da gibt man nämlich diesen einen Passcode ein, den ich gerade leider schon wieder vergessen habe tatsächlich. Den finden wir hier nochmal. Das war der Passcode Nummer 2505. Den geben wir hier ein. 2505. Machen da auf. Und was finden wir da drin? Die besagte Keycard, die wir schon seit einer gefühlten Ewigkeit suchen. So, wir gehen jetzt da einfach nur noch durch. In den Raum hier rein. Und haben es tatsächlich geschafft. Ich meine, es könnte, wie gesagt, so einfach sein. Oh. Who the fuck are you? It's got hell in here, Samuels. Allerdings. Oh, shit. Gut, ich denke mal, wenn da keine Sequenz kommt, gehe ich davon aus, dass sie was gegen uns haben tatsächlich, wenn ich ehrlich bin. Die rennen da jetzt, wow, mal nicht einfach so hin. So, da geht's mal grundsätzlich lang. Oh, shit. Hier müssen wir zwar nicht rein, aber hier gibt's doch bestimmt irgendwas für uns. Hier finden wir doch bestimmt irgendetwas, oder? Ha! SCI-Injector. Immerhin, besser als nix. Möchte ich behaupten. Was gibt's da hinten noch? Da geht's zum Operationsraum, Operating Theater. Da müssen wir auch hin, tatsächlich. Da noch? Charge Pack. Ah ja. Da müssen wir. Zu dem Typen hier müssen wir. Da hinten. Samuels, I've got the meds. Perfekt. We're at the transit station outside medical reception. Ripley, we heard gunshots. And if we heard them, so did the creature. Oh ja. Bestimmt. Something go down in San Cristobal. Tape off the scene and make sure it's not touched until Garcia comes in with forensics. Keep this quiet for now. I want total silence. Last thing this station needs is a panic. And one other thing. If I find out who leaked this to Ransom, I'll make them eat their fucking badge. He turned up, quoted Sikhs and privileges, and had a ringside seat for the whole goddamn mess. This is a serious incident. I don't need Ransom making it more complicated. Do you read me? Wait up. Ja, Freund, ich muss auch tatsächlich gerade zugeben, dass ich hier nicht so scharf drauf bin, viel rumzurennen, weil in dem Bereich hier rennt ein Alien rum und noch andere Gegner. Ich bin nicht so scharf drauf, irgendwem davon so in die Arme zu laufen, dass wir sterben. Bin ich ja grundsätzlich immer kein so großer Fan von. File corrupted. Okay. They're bringing in a team to find whatever it was the patient was carrying. I told them it was fast, but they're convinced they can trap it. They've got nets. I'll set up a temporary medical center outside. You're in charge for now. Don't let Coleman sweet talk his way in. The last thing we need is him self-medicating with Marshall Waits around. Den schalten wir doch einfach mal aus, würde ich sagen. Oh, shit. Oh, shit, Leute.
Okay, es war eine ganz schlechte Idee. Ich hab's verstanden. Wie war das? 2, 5, 0, 5? Jawohl. Ich hab's ja verstanden. Es war eine schlechte Idee. Fuck. Jetzt müssen wir uns da nochmal durchschleichen. God damn it, Leute. Nicht lustig. Gar nicht lustig. Und hier ist wirklich die Hölle los. Achso, ich laufe in die falsche Richtung. Na eben, ich wollte doch den kürzesten Weg nehmen, auf jeden Fall mal fürs Erste. Fürs Erste auf jeden Fall mal, damit wir... Ja. Ach so, ja, hier mit euch ist da schon was drin. You think so? Well, I got bad news for you. You feel safe? I sure as hell don't. So, wir gehen da lang. Schön in die andere Richtung. Da. Ha. So, und jetzt haben wir die Medikamente wieder. We're at the transit station outside medical reception. Ripley, we heard gunshots. And if we heard them, so did the creature. Yep. And that is a problem. Wenn das Alien irgendwas hört, ist man so gut wie tot. Hier drin kann man sich auch nicht verstecken. Finde ich gerade auch ziemlich mies, wenn ich ehrlich bin. Wer auch immer da ist, geht gerade wieder woanders hin. Da bin ich sehr dankbar drüber. Unterwegs noch ein bisschen was gelootet, Karte upgedatet. Sowas macht man nebenbei. Ist doch überhaupt kein Problem. What? Holy shit, also die Geräuschkulisse in dem Spiel ist echt der Hammer. Wird einem zwischendurch wirklich ein bisschen mulmig tatsächlich. Ah, kurz auf den Scanner gucken und schnell den PC hier gehen. War hier irgendwas? Achso, nee, genau, da war Error. After the incident, the marshals want us to rope off medical. They're bringing in a team to find whatever it was the patient was carrying. I told them it was fast, but they're convinced they can trap it. They've got meds. I'll set up a temporary medical center outside. You're in charge for now. Don't let Coleman sweet talk his way in. The last thing we need is him self-medicating with Marshall Waits around. Okay. Irgendwo rennt's Alien rum. Aber es scheint über uns zu sein. Ja. Okay, das heißt, wir sollten hier drin relativ sicher sein, denn ich sehe keinen Schacht, der runterführen würde. Draußen war ja noch so ein Spacko. Das muss einem doch mal einer sagen. Alter. Nicht lustig. Gar nicht lustig. Der geht weg. Sehr gut. Hinterher. Du hast gar nichts gesehen. Warum mache ich es mir eigentlich so schwer?
falls apart more every day. Something's here, I can hear it. Sehr schön. So, verstecken wir uns mal. Warten, bis der ganze Spuk vorbei ist. Ist die jetzt hier drin mit uns oder was? Da ist sie. Dass du hier bist, gefällt mir auch gar nicht. Ich hab's Alien gerade kurz gehört. Wo ist es denn? Es ist ganz woanders. Okay, und mit der einen kann man es leichter aufnehmen. Als mit fünf von denen. Come at me, girl. Shit. Shit. Okay, gut. Das hat erstmal den anderen geschnappt. Huh. Gott sei fucking Dank. Holy fuck. Ja, ich weiß, es ist fies und es ist mies, aber... Hey, wenn es funktioniert, funktioniert's. Alter, die stand da. Warum hat Alien sich nicht die geschnappt? Statt uns. So, Freunde, jetzt sind wir wieder hier, haben uns die Medikamente geholt. Und schauen, dass wir uns einfach so schnell wieder verkrümeln. Ich nehme jetzt einfach mal den gleichen Weg zurück. Ich habe leider immer nicht die Geduld, um hier so unglaublich lange rumzulaufen. Ich speichere jetzt hier nochmal ganz kurz, weil dann haben wir den Fortschritt schon mal sicher. Hostels nearby, yeah. Das Alien rennt hier irgendwo rum und so andere Typen, die auf uns schießen, rennen hier auch rum. Wir sind uns alle nicht allzu freundlich gesinnt. Das habe ich auch schon mitbekommen. So, dann geht's da lang. So, und hier rennen jetzt aber auch die anderen irgendwo mal rum. Ich hätte so Lust, hier mal ein bisschen zu looten und zu leveln, aber... Wenn wir damit anfangen, oh, dann dauert dieses Let's Play vermutlich eine kleine Ewigkeit. Wenn wir dem Typen in den Analyzers rum und schalten ihn einzeln aus. Kann nicht schaden. Sehr schön. Oh. Kann das Alien hier rein? Es kann hier rein. Ich habe da oben gerade so ein Ding gesehen. So einen blöden Schacht. Das heißt, dass das Alien hier rein kann, was mir nicht gefällt. Das gefällt mir gar nicht. Exit. Exit! Sehr schön, wir haben den schnellsten Weg tatsächlich genommen. Collect Sensor. Sehr gut. Was haben wir da? Collect Scrap. Medical Reception's a no-go. I can't get out. Fuck. That's the only way through. Ripley, this is a public hospital. There has to be an evacuation procedure.
Initiate San Cristobal Medical Evacuation Procedure. Okay, warum ist er nicht zuerst auf die Idee gekommen? Kleine Frage meinerseits. So, jetzt müssen wir da hinten hin. Update Map. Ach, da hinten stand auch vorher noch lauter Typen. Ja, hier drin ist das Alien ein paar Mal runtergekommen vorhin. Das muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Da kommt's. Ah, nicht unbedingt. Geht doch wieder weiter. Das heißt aber auch, dass wir hier weiter können, unbehelligt. Was ich sehr positiv finde, gerade tatsächlich. So, wo müssen wir denn dafür hin? In den Plant Room. Da hinten ist es. Fuck. Ich warte jetzt einfach, bis die Schritte weg sind. Oh shit. Das ist wieder in einem nächsten Schacht verschwunden. Puh. Ja, gibt's was zum Speichern? Ja. Jetzt speichern wir, es kommt neben uns runter und frisst uns. Es ist dann eine Endlosschleife wahrscheinlich. Nein, zum Glück nicht. Sehr gut, so das wird laut, wenn wir den anschalten. Bin mir ziemlich sicher, dass das extrem laut wird. Nochmal. Und nochmal. Und genau, Knöpfe drücken. Okay. Hat uns das jetzt genau gebracht? Hä? Wir können da nicht einsteigen. Okay. Vielleicht muss man hier nochmal was machen. Damit das funktioniert. Ah. Haha. Jetzt noch einen zweiten. Beeilen wir uns damit mal lieber. Bevor das Alien doch noch auf die Idee kommt, dass es hier mal vorbeischauen könnte. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf irgendwie. Weiß auch nicht. Ah, da ist die Kammer jetzt offen. Oh. No. I'm not. Oh fuck, jetzt rennt da noch so ein Typ rum. Not now. Um den kümmern wir uns schnell. Oh shit! Let me help you und schlägt zu. Kannst mich mal. Aber sowas von kreuzweise. Ja. Was du nicht sagst. Alter, ich tu dir gleich weh, aber gewaltig. Wenn du wüsstest, wie ich dir wehtun will. Hoho. Man muss doch hier irgendwas tun können.
Ach so, ah, Scheiße. Hör auf. Hörst du auf? Ja, Alter, wundert's dich. Lauf halt! Au. Bei dem hackt's doch. Wo ist denn Medikit? Der ist ganz schön schnell unterwegs. Der Gutste. Leck mich am Arsch. Please stop interfering. Bei dir hackt's doch. Weißt du was? Nachdem wir die Pistole noch gar nicht benutzt haben. Auch wenn es das Alien unlockt, aber die Typen sind ja... Alter. Die Typen sind ja unausstehlich. So, jetzt aber. Puh. Haben wir die Waffe auch oder haben sie sogar einen Erfolg dafür bekommen? Dafür kommt das Alien jetzt. Render. Ist auf jeden Fall der sicherere Weg. Aber wir gehen in die falsche Richtung. That's not good. That's really not good. Wir rennen wirklich kommt. Oh nein, jetzt sind wir wieder richtig. Perfekt. Puh. Sehr schön. So, aber hier unten sind wir sicher, wenn wir oben lang rennen. Keine Chance. Erwischt uns das Alien. Hundertprozentig. So, ah, perfekt. Der Schacht hier bringt uns ganz genau in unser Ziel. That's how I like it. Aber da kann man nicht... Doch, kann man. Ich weiß nicht, ob uns das nicht doch irgendwie noch weiter... bringt. Nein. Tut's nicht. Hier müssen wir raus. Späteren Ausstiegspunkt gibt's nicht. Vorhin steht noch wer. Oh, konzeptionelle Reinheit. Was? Holy shit, hey, darauf habe ich jetzt wirklich nicht geachtet. Ja, aber ich würde auch sagen, dass wir diese Folge an dieser Stelle hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.